Damit ganz herzlich willkommen zurück bei Aidenkopf TV auf mit ETS 2. Wir sind immer noch auf dem Weg von Malmö nach St. Pötten. Zack, komm her. So, und dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir was gescheiter fahren, lieber Aiden. Langsam muss mal wieder Geld reinkommen. Und zwar gescheit reinkommen. Jetzt gerade mal 2 Stündchen geschlafen. Auf der Autobahn werde ich ein bisschen schneller fahren, das auf jeden Fall. So, wir müssen geradeaus, sehr schön. Eigentlich noch in Deutschland? Ne, kann nicht sein. Das ist eine Mautstelle da vorne. Da müsste das jetzt Polen sein, wo wir rumgurken. Ich glaube ich noch nie. Solange ich ETS 2 fahre, kann ich mich an diese Brücke nicht erinnern. Auch mal cool. Ja, blitzen. Da gehen wir doch schon mal runter. Steht sie, bin recht freundlich. Ich habe einen Passagier an Bord, der genießt hat oder was? Oh, was kostet es denn hier alles? Ja. Ja, die Woche ist jetzt halb rum. Mehr sogar. Wir haben Donnerstag.
Endlich geht's steil aufs Wochenende zu. Habt ihr was Besonderes vor am Wochenende? Also bei mir steht dieses Wochenende mal nichts an. Oh, da kommt ja unsere Abfahrt. Wir müssen alle hier ab. Warum ist denn dann hier nicht wie bei Hamburg Schild mit Vollsperrung? Liebes TSM-Team. Das ist ja jetzt wohl unkonsequent. Nirgendwo hängen bleiben. Ach, wird ja schon fast wieder heller. Ja, kurz vor drei schon wieder. Sehr schön. Ich glaube, da vorne ist der Sven gefahren. Da waren tierisch Reifenspuren auf dem Belag. So schöne Bremsspuren. Hier sind auch leichte. Oh, oh, ich muss mal niesen. Oh, oh. Nee. Hab den Zwang besiegt. So, das kurvige Teilstück hier gerade hinter uns gelassen. Die eine kleine Kurve mitnehmen. Und da wird es auch schon wieder hell. Wie angekündigt. Wunderschön, wunderprächtig. Das bedeutet aber leider auch, gleich kommt wieder mehr Verkehr auf der Straße. Für 842 Kilometer haben wir noch einen Liter an
Tank und wir haben noch vor uns 665, das heißt tanken brauchen wir auch nicht mehr auf dieser Fahrt. Sehr schön. Kovia geht's nicht mehr oder wie? Hatte dabei einer ganz dringend eilig mit dem Parken und Schlafen. Hat er die Bremsspuren gesehen? Junge, Junge, Junge. So, langsam wieder auf das gescheite Fahren einstellen. 16:30, sprich es wird ja immer heller. Gleich wird der Morgenverkehr wieder einsetzen. Platz sind wir. Oh, sogar ein Umteil den Lötz. Sehr schön. Hab ich ja jetzt so gar nicht mit gerechnet gehabt, dass wir einen Umteil durch eine Stadt erfahren auf dieser Tour. Normalerweise fährt man ja irgendwie auf Landstraßen oder wie heißt's, Autobahn an der Stadt vorbei. Die Stadt selber erfährt man ja meistens nur, wenn man da auch die Ware abholen oder hinbringen muss. Okay. Blitzende Mahnmarsch. Tempomat auf 50 gestellt. Und da steht sie ja, die Blitze. Komm, 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 komm. Uhu, Glück gehabt. Ich glaube, da haben wir wirklich Schwein gehabt.
immer noch 50. Was soll der Scheiß denn? Sind wir immer noch in der Stadt drin? So, 70. Jawohl. Da stehen die Blitze, da steht. Oder? Nee. Ist noch nicht erstellt. Okay. Ah, wunderbar. Dürfen wir ja 80 jetzt fahren. So. Und wir reiten dem Sonnenaufgang entgegen, sozusagen. Rüber. Jetzt haben wir aber geschlafen. Sprich, nicht gescheit auf den Navi geguckt. Apropos. Aber so. Wenn wir das schon benutzen, dann wenigstens klein gestellt. Und wie gesagt, es besetzt der Morgenverkehr jetzt ein. In meinem privaten Spiel habe ich jetzt einen Aggressiv-Mod eingefügt, wodurch die ganze KI sich etwas anders verhält. Sprich, die LKWs überholen jetzt auch mal von sich aus an Stellen, wo sie das eigentlich nicht tun würden. In Städten kann es jetzt wirklich zu Stau kommen, wenn du zu gewissen Uhrzeiten da ankommst. Sprich, Berufsverkehr halt mäßig. Dürfen wir fahren? 80, okay. Da ist die Blitze, sehr schön. Da ist die Gefahr dann ja schon wieder vorbei. Wieso kommen wir denn im Moment nicht auch richtig aus den Pötten raus? Ich drehe hier Vollgas, aber Beschleunigung ist nicht. Ah, jetzt geht's ja langsam. Ach, Entschuldigung. Oh. Das war der von eben. Jetzt können wir ja ein bisschen ziehen. Warum bremst du ab? Ich bin voll auf dem Gas am Treten. Und der bremst ab, der Wagen. Kann es ja wohl nicht sein. Vor allen Dingen nicht in dem Moment, wenn ich zum Überholen ansetze. Das ist für mich immer das Kuriose. Die Wagen selbstständig abbremsen. Keiner weiß warum.
Sonnenbrille. Wer hat eine Sonnenbrille für mich? Junge, Junge, Junge. Einmal nach vorne in die Kiesgrube. Jetzt sind wir schon mal rüber hier auf die Spur. Fangen an zu bremsen. Geben Lichtsignal, dass wir hier abfahren werden. Bin ich wieder hochgestochen, Leute. Geben Lichtsignal. Ach, nee, nee, nee. Kommt da was? Ja, aber er ist auf Landern. Fahrbahn, das ist sehr schön. Hier dürfen wir 70, alles klar. Hier wird doch geblitzt. Noch mehr, alles klar. Oh, haben die 70 ja schon drauf. Ach, da steht sie, da steht sie. Winke, winke. So, können wir geradeaus? Nein, auf der Spur nicht. Müssen wir direkt schon wieder abfahren hier. Sehe ich gerade. Ey, Aiden, was ist mit dir los? Hier ist 80 erlaubt und du fährst nur 70. Naja, auch nur, weil hier die Abfahrt ist. Mich wundert sehr, dass hier in solchen Abfahrten, wo 40 erlaubt ist, keine Blitzen stehen. Zumindest nicht beim Abfahren. Wenn andersrum kommst, habe ich sie schon erlebt. Stand dann quasi da eine Blitze. Da wo das Schild da steht. Da stand noch eine Blitze. Säckeli. Wir müssen langsam wieder schlafen. Jetzt schon. Oh, wir können mal wieder rüberziehen. Also 3 Stündchen fahren dürfen wir noch. Weil dann wird es wohl Zeit fürs Bettchen. Ein Grenzübergang, und zwar von Polen nach Tschechien.
bremst der schon wieder ab. Was soll bitte schön der Scheiß? Oh, ein alter Bunker. Zumindest sah das für mich so aus. Da bremst der schon wieder. Ey, das ist doch nicht normal, sowas. Jawohl, keine 5 Stunden Fahrzeit mehr für uns. Werden wir in dieser Folge allerdings nicht schaffen. Was haben wir da? Blitzen? Nee, Tankstelle. Blitzen da oben. Und? Ja, wunderbar. Ich war eigentlich schon drauf und dran zu sagen, ey, eine Folge mal nichts. Kein Unfall, keine Blitze. Ja, toll. Ganz auch schon wieder knickenden Spruch. Aber wir sind wenigstens sehr gut vorangekommen. Auch wenn diese Blitze absolut ärgerlich ist. Wie gesagt, wir hätten fast geschafft, mal eine halbe Stunde am Stück ohne irgendwas bezahlen zu müssen, voranzukommen. Aber nö, das mag der eben scheinbar nicht. So, wenn das jetzt alles so bleibt, also keine weitere Blitze mehr kommt oder kein Unfall, dann haben wir dann in der nächsten Folge, wenn wir den hier abladen, Pi mal Daumen, 9.100 Euro im Konto. Ne, ganz schwach, 10.100. 2.300 kriegen wir, 7.8 haben wir. Ja, 10.1. Damit überschreiten wir dann die 10.000 Euro Marke. Endlich, die ich eigentlich mit dem letzten Auftrag schon angepeilt hatte. So, hier fahren wir jetzt schlafen. Und da ich verabschiede mich auch in dem Moment schon von euch. Es war sehr nett, dass ihr mit mir wieder dieses Teilstück gefahren seid. Über Likes, Kommentare, Abos freue ich mich wie immer. Und freue mich genauso sehr darüber, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play ETS 2 hier auf Aidenkopf TV. So, hier stellen wir den Motor ab, machen eine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge zurück. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß bei allem, was ihr tut, und sage wie immer Arrivederci, winke winke und goodbye, euer Aidenkopf.